Captain Blitz und seine Leute jagen die Verbrechermeute. Denn Captain Blitz ist stets am Ball. Er löst jeden harten Fall. So ist Captain Blitz. Diebstahl, Raub und Sabotage, sogar Scheckbetrug und Spionage. Ist ein krummes Ding am Laufen, löst es Captain Blitz mit seinem Haufen. Ja, Captain Blitz und seine Leute sind der Schreck für die Verbrechermeute. Ja, Captain Blitz und seine Leute sind der Schreck für die Verbrechermeute. Pizza, Pauken und Trompeten. Ich kann mal eben Parmigiano holen, Anke. Ja, Paco, mach mal. Signor Tempesta, Salvatore, wo sind die Pelati, die Tomaten für den Sugo? Oh, ecco, Signorina, i pomodori. Hier sind die Tomaten. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Wir haben noch geschlossen. Der Dottore will mit dem Padrone reden. Der Wirt ist nicht da. So, so. Und weshalb hast du dann eben nach ihm gerufen? Oh, nur so. Ah, ist er vielleicht unten im Keller? Na, dann werden wir ihn eben dort besuchen. Avanti! Nein, bleiben Sie hier. Ich hole ihn. Signor Tempesta, hier sind drei Kerl... drei Männer. Die wollen Sie sprechen. Kommen Sie schnell. Ragazza, freche Göre. Wer will mich sprechen? Wir, wenn Sie nichts dagegen haben. Venga subito. Aber irgendwo, wo wir ungestört sind. Verstehe, gehen wir nebenan ins Lokal. Aber machen Sie keine Mätzchen. Wieso denn? Keine Fragen, bitte. Was die wohl wollen? Mal hören. Mist, ich verstehe kein Wort. Fertig? Hast du mich erschreckt, Paco? Psst, sei still. Ich würde gern hören, was die reden. Hey, was ist denn los? Komm her, hör mal zu. Also, Freundchen, wenn Sie nicht wollen, dass Ihre gemütliche kleine Pizzeria bald wie ein Abbruchhaus in Napoli aussieht. Sind Sie doch alles. Schnauze. Dann sollten Sie tun, was wir verlangen. Ich denke nicht daran. Wir sind hier nicht in Sizilien. Das wollen wir doch mal sehen, Amico. Vedia! Ah! Eure Mafia-Methode könnt ihr nicht anwenden. Stopp. Lass das, Luciano. Ma perché? Wir geben ihm ein paar Tage Zeit zur Besinnung. Er wird schon vernünftig werden. Und woher soll ich das Geld nehmen? Das Ladi ist keine Goldgrube. Oh, da haben wir aber etwas ganz anderes gehört. Sizilien, da, Luciano. Sie. Und außerdem ist das dein Problem. Du wirst es schon auftreiben. Madonna mia, wenn ich... es nicht zusammenbringen. Ach, du meinst, wenn du nicht willst? Naja, wie schon gesagt, nicht wahr, Luciano? Überleg es dir gut. Du hast Frau und Kinder. Madonna mia. Was meinen die? Was wollen die von deinem Vater? Oh, Mama mia, die wollen sich ja bei uns abkassieren. Was wollen die? Und wer sind denn die überhaupt? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Vorsicht! Ich glaube, die kommen. Vergessen Sie nicht, wir kommen wieder. Sie. das ist wohl der Herr Sohn. Buonasera, junger Mann. Das wäre doch schade, wenn ihm etwas zustoßen würde. Ich hab verstanden, Signore. Addio. Ah, nix addio. Arrivederci, amico. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Ah, nix. Nix für euch. Porca miseria, was mag ich jetzt? Was waren das denn für Leute? Die sahen ja aus wie Kinogangster. Das geht hier gar nichts an. Scusa, Anke. Tut mir leid, ich bin ein bisschen... Sfera amici di Sicilia, Leute von zu Hause. Wer es glaubt, wird selig. Das sollen Freunde sein? Für heute ist Feierabend, Anke. Was? Wieso?
Du hast uns sehr geholfen. Ich danke dir vielmals. Grazie, molto grazie. Per favore. Es hat mir ja auch Spaß gemacht, Salvatore. Nur... Ich schon gut, danke. Paco, hey Paco, wo gehst du hin? Nach draußen, Anke. Warte auf mich. Anke, Anke, komm mal schnell. Ja, was ist? Schau mal hier, an der Mauer. Was ist denn das? Hat einer mit einer Sprühflasche gemacht. Ein M. Es ist ein Mafiazeichen. Es bedeutet eine Drohung. Eine Morddrohung. Paco, um Himmels Willen. Diese Typen sind von der Mafia. Sie wollen Vater erpressen. Da müssen wir sofort mit Blitz reden. Ich weiß nicht. Los, wir halten Kriegsrat im Treff. Ich sag's den anderen. In einer Stunde, Paco, okay? Okay. Matti ist im Anreiten. Ja, ich mach auf. Mensch, Killer, komm rein, ey. Jetzt hast du wieder ein paar Tomaten ins Jenseits befördert. Bald wird der Garten noch vermint, damit wir überhaupt noch was ernten. Wozu brauchst du denn Tomaten? Willst du auf einer Demo damit werfen oder was? Ist ja gut, Kleiner, reg dich ab. Wo ist denn nun Paco? Der hat sich entmaterialisiert. Entmaterialisiert. Ist ja fast so ein Zungenbrecher wie interstellare Kommunikationssysteme. Oh toll, sag das nochmal. Ganz einfach, interstellare Kommunikationssysteme, interstellare Kommunikationssysteme. Also, wenn ihr es wissen wollt, von Paco ist weit und breit nichts zu sehen. Vielleicht haben die ihn entführt. Das Mafia-Zeichen. Wer? Was? Die Mafia. Spinn doch nicht. Wir sind doch hier nicht in Sizilien. Na und? Hier bei uns, da traut sich die Mafia nicht so schnell, irgendwelche Leute zu kidnappen. Du hättest mal sehen sollen, wie gefährlich die aussahen. Dunkle Anzüge, große Hüte, Sonnenbrillen, hinter denen man die Gesichter nicht erkennt. Vor denen konnte man schon das Muffensausen kriegen. Was? Na, Herzklopfen. Tschüss. Ach so, kenn ich nicht. Jetzt gib's dir aber an, Kleiner. Bäh, aber hört mal, die haben sicher irgendwelche Spuren hinterlassen, wenn sie ihn gekidnappt haben. Wir sollten mal bei den Tempesta-Schnüffeln gehen. Gute Idee, du Oberschnüffler. Los, gehen wir. Ja, komm. Mal sehen, ob da was zu finden ist. Sucht auch den Weg gründlich ab, ja? Achtet auf Fußabdrücke, weggeworfene Kippen. Los, wir gehen einzeln. Wartet mal, Blitz. Vielleicht wird die Pizzeria beobachtet. Okay, gehen wir hinten rum. Au! Komm. Matti kann wieder nicht aufpassen. Still, da kommt er. Deckung. Es ist nur Schlaumeier, Freunde. Na, was macht ihr denn hier? Nichts. Na, und warum schleicht er denn durchs Gelände wie die Indianer auf dem Kriegsfahrt? Wir sind eben Geheimdetektive, ja, auf genau. Dem Weg zu einem Kollegen. Ja, die Tempestas scheinen nicht da zu sein. Alles dicht. Verstehe ich nicht. Wieso ist denn noch geschlossen? Heute ist doch kein Ruhetag. Nee, ich habe vorhin noch in der Küche mit vorbereitet. Seltsam, seltsam. Ihr glaubt, dass wieder irgendwas im Busch ist? Klar, es hat mit den Typen zu tun. Die da waren. Salvatore hat zwar gesagt, es wären seine Freunde. Aber in Wirklichkeit waren die von der Mafia. Und sie haben Paco gekidnappt. Was sagt ihr da? Jemand hat ein M an die Mauer gesprüht. Das kann auch nur bedeuten... Also Kinder, wenn da was dran ist, ihr lasst auf jeden Fall die Finger von der Sache, klar? Mit der Mafia ist nicht zu spaßen. Glauben Sie, dass die Mafia hier mitten in Deutschland Schutzgeld erpressen kann? Dass sie es versucht, das weiß ich. Mit allen möglichen Mitteln sogar. Seht ihr? Zum Beispiel mit Kidnapping. Meint ihr wirklich, sie haben Paco entführt? Hört mal, dass ihr mir auf keinen Fall was unternehmt, ja? Ihr haltet euch da raus, verstanden? Ich muss dringend weg, Leute. Tschüss! Alles klar! Ciao. Mann, der hat's aber plötzlich eilig. Was ist denn eigentlich Schutzgeld erpressen? Die Mafia kassiert von italienischen Kneipen manchmal eine Gebühr. Angeblich dafür, dass sie beschützt werden. Wer zahlt, der wird dann verschont. Und das heißt, er wird beschützt. Aha. Und darum heißt es Schutzgeld. Und was passiert, wenn man nicht bezahlt? Die Nichtzahlen kriegen Ärger. Die Mafia schlägt ihnen das Lokal zusammen, bedroht die Familie. So machen sie es jedenfalls in Italien. Aber das machen dieselben, die auch das Geld kassieren. Genau, das ist ja der Kniff bei der Sache. Das finde ich aber uns gemein. Hey, wer war das? Ich nicht. Ich nicht. Da, nochmal. Da will uns irgendjemand verkohlen. Hallo Leute, warum antwortet ihr nicht? Mensch, Paco, wo kommst du denn plötzlich her? Paco,
Bist du gar nicht entführt worden? Ach Mann, wie schade, nie passiert was. Schön wär's ja, wenn nichts passiert wäre, aber... Haben sie dich doch gekidnappt? Bist du ihnen ausgerissen? Und deine Eltern? Mensch, brüllt doch nicht so, dass gleich die ganze Nachbarschaft zusammenläuft. Mach es nicht so geheimnisvoll, red schon. Los, was ist passiert? Sag, was du weißt. Naja, Sache ist, die erpressen inzwischen alle Italiener, die Kneipen und Geschäfte haben. Und die meisten zahlen. Seht ihr, was hab ich gesagt? Wie viel sollt ihr denn blechen? 1.000 Mark im Monat. Aber Vater will nicht. Er sagt, er lässt sich nicht erpressen. Und was will er tun? Das ist es ja eben. Er hat gesagt, sie können ruhig kommen. Bei ihnen kriegen sie nichts. Tapfer, tapfer. Aber Freitag wollen die wiederkommen. Diesen Freitag? Ja, und wer, wenn wir das Geld da nicht haben? Ich verstehe, dein Vater hat Angst bekommen, dass sie deine Mutter oder dir was tun könnten. Ja, er hat uns zu Verwandten gebracht und ist jetzt bei Freunden, um zu überlegen, was sie tun können. Und du bist? Ich bin ausgebüxt, weil ich dachte, ihr würdet euch Sorgen machen, wenn ich nicht zum Treff komme. Ausgebüxt? Haben sie sich denn eingesperrt? Nein, nicht richtig. Ich sollte aber nicht weg und da bin ich einfach heimlich aus dem Fenster gestiegen. Ich muss zurück, sonst merken sie es. Aber was will dein Vater denn machen, wenn die am Freitag kommen? Weiß ich auch nicht. Und warum geht er nicht zur Polizei? Na, das ist doch wohl ganz klar. Wenn einer zur Polizei geht, schnappt sich die Mafia ein Familienmitglied. Oder sie sorgen dafür, dass nichts mehr geliefert wird. Oder das Fleisch oder der Wein sind schlecht. Damit machen sie einem die Pizzeria kaputt. Und was nun? Ich hab da so eine Idee. Haltet euch da lieber raus, sonst macht ihr alles noch schlimmer für uns. Sie wollen am Freitag abkassieren, abends, oder? Ja, um 19 Uhr haben sie gesagt. Wie wär's, wenn wir ihnen die Suppe versalzen? Schön wär's, aber wie denn? Wir laden einfach alle Leute der Umgebung am Freitag zu einem Sommerfest in die Pizzeria ein. Wenn das Lokal proppevoll ist, dann trauen die sich garantiert nicht rein. Mensch, super! Die werden schäumen! Aber ob das deinem Vater recht ist? Salvatore? Ich glaub schon, dem ist alles recht, was die Gangster ärgert. Frag deine Eltern, Paco. Dann geht's an die Vorbereitung. Okay! Alle mal herhören, dies ist eine Einladung. Die Pizzeria Siciliana veranstaltet heute ab 18 Uhr eine sizilianische Nacht mit Pauken und Trompeten. Sie sind herzlich eingeladen, kommen Sie zahlreich, kommen Sie alle, bringen Sie auch die Oma mit und ruhig auch Ihren Pfiffi. Zivile Preise, fröhliche Musik und das Besondere, es gibt ein Brillantfeuerwerk. Pizzeria Siciliana, PIP Platz 3, heute Abend 18 Uhr, das große Sommerfest. Hi, Anke. Mann, Blitz, das war eine starke Ansage. Ich glaube, nun kriegen wir den Laden sicher voll. Aber wie willst du denn das Feuerwerk machen? Ich denke, du hast Bastelverbot mit explosiven Stoffen. Ich hab doch noch was von Silvester. Zwar nicht so viel, aber ein paar Knaller und Goldregen und bengalisches Feuer. Und das wird dann elektronisch verstärkt. Mit Hui, Krach, Bumm, Boing und so. Du weißt doch, mit dem Synthesizer kann ich alle möglichen Geräusche und Effekte machen. Wird sicher prima, Blitz. Bis heute Abend also. Und denk dran, Anke, Marti, ich hab die Typen noch nie gesehen, gell? Gib Zeichen, wenn sie auftauchen, ja? Ja, okay. Amici! Amici! Amici, liebe Freunde! Pronto, Blitz, mach! Mal einen Moment die Musik sehr, sehr laut. So. Liebe Gäste, liebe Freunde, ich bin sehr froh, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Wir machen heute ein großes sizilianisches Sommerfest. Und ihr seid alle zu einer gratis Pizza und zu einem Glas Vino Rosso eingeladen. Buon divertimento! Blitz! Blitz! Da, an der Tür! Sind sie das? Die scheinen sich aber nicht reinzutrauen. Anke, da! Sind das nicht die Typen? Was machen wir jetzt? Wir müssen Salvatore warnen. Wo ist er denn? Der steht hinten am Pizzaofen. Der muss ganz schnell verschwinden. Ich sag's ihm. Er muss mitten unter die Gäste, damit sie nicht an ihn rankommen. Ja, alles klar. Pass auf, ich hab eine Idee. Meine Damen und Herren, jetzt darf getanzt werden. Zum Auftakt alle Mann auf die Tanzfläche. Und damit keine Müdigkeit aufkommt, geht's gleich los mit Damenwahl. Andiamo! Salvatore, darf ich bitten? Prego, Anke.
Anke, das hätte mich zwar sehr, aber ich kann jetzt nicht. Doch, Sie müssen. Sehen Sie mal, die Kerle da drüben. Oh, merke, sind Sie doch gekommen. Verstehen Sie jetzt? Sie, Sie, Signorina, dann mal mit hinein ins Getümmel. Avanti, Salvatore. Ja. Verdammt, so kommen wir an den Patronen nicht heran. Wir sollten besser die Kurve kratzen. Sie, Dottore. Solch eine gerissene Typ. Ja. Na, warte. Hey, wartet mal. Hey, Bürschchen, komm mal her. Wer ist? Ja, du, wer sonst? Kennst du den Patronen? Wen? Den Wirt, Salvatore. Nö, nur vom Weiten. Also, du weißt, wer es ist. Du wirst ihm etwas von mir ausrichten, verstanden? Wieso? Nichts wieso, frag nicht so dumm. Du sagst ihm. Wenn er glaubt, er hätte uns jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, dann hat er sich gewaltig geirrt. Wir kommen wieder. Darauf kann er sich verlassen. Na los, Freundchen. Oder wartest du noch? Ah, geh, sag's ihm. Ja, aber was soll ich ihm denn sagen? Wer ihm das ausrichten lässt? Dumme Frage. Wir. Und wer sind Sie? Sind Sie vielleicht von der Mafia? Doch, du Lauser. Soll ich dir Beine machen? Ich gehe ja schon. Und wir auch. Andiamo. Si, si, Dottore. Blitz! Marco! Sie sind abgezogen! Was? Bist du ganz sicher? Klar! Sie haben es mir gesagt! Ja, ja, ausgerechnet dir. Brauchst dir nicht zu glauben. Aber ich muss Salvatore was bestellen. Sag bloß, was denn? Geht euch gar nichts an. Leute, sie sind mit Volldampf abgezischt. Ich hab's selber gesehen. Ist nicht wahr. Ja, das ist ja nicht zu fassen. Wir haben sie vertrieben, wir haben sie vertrieben, wir haben sie vertrieben. Und jetzt das Feuerwerk. Ja! Gestern dufte. War ja wohl das größte Fest seit Jahrhunderten. Ja. Seit Jahrtausenden. Psst, da kommt einer. Paco. Machen die Tür auf. Ja. Endlich, dass er kommt. Endlich. Hallo Leute, ist ja auch Zeit. Hey, was ist? Sie haben wieder angerufen. Was? So schnell? Und was wollen Sie jetzt? Sie waren stocksauer. Das habe ich sogar hören können. Und was weiter? Das andere habe ich eben nicht verstehen können. Außer, dass vor Montag die Rede war. Also weißt du nicht, was sie mit Salvatore ausgemacht haben? Eben, das ist es ja. Sie haben Vater zu einem bestimmten Treffpunkt bestellt. Aber er sagt mir weder wohin noch zu welcher Zeit. Wahrscheinlich aber Montag, oder? Zu dumm. Da können wir nichts machen. Ihr sollt auch nicht. Ich glaube, Vater will zahlen, weil er ja sonst doch keine Ruhe hat. Sag mal, und was hast du da? Eine Schreibunterlage, wie man sieht. Und was willst du damit? Wo hast du sie denn her? Aus der Pizzeria. Genau gesagt ist es die Schreibunterlage, die unter dem Telefon auf dem Gang liegt. An diesem Telefon hat mein Vater das Gespräch entgegengenommen. Ich habe gesehen, dass er irgendetwas auf einen Zettel gekritzelt hat. Mensch, mir dämmert was. Du meinst, das könnte sich auf der Unterlage durchgedrückt haben? Ja! Super, du bist eine Wucht! Jetzt redet nicht lange rum. Ihr wolltet das feststellen, ob da was zu lesen ist. Ich sehe nur ganz schwache Abdrücke. Das haben wir gleich. Normalerweise nimmt man Graphit dafür. Aber es geht auch mit Puder, wenn man etwas auf einer dunklen Fläche sichtbar machen will. Oh ja, los, mach! Ich muss noch einen Pinsel finden. Wozu? Ich streue den Talkum darauf. Dann bürste ich ihn ganz leicht mit dem Pinsel wieder ab. Damit er nur in den Rillen liegen bleibt. Ah, seht mal. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Skizze. Das könnten Straßen sein. Und da, das ist ein Kreuz. Da steht auch was geschrieben. Zeig mal. Nee, kann man nicht lesen. Doch, doch, das kann eine Zahl sein. Wartet, ich lege ein Blatt Kohlepapier darunter und zeichne die Linie nach. Dann kann man es vielleicht besser erkennen. Hier, hier, das sind Zahlen. 2, 1, 0, 0. Das kann 21 Uhr heißen, stimmt's? Und daneben, da ist das über Papier hinausgekommen. Ein halbes Wort. Seht mal her. Das könnte ein Lageplan sein.
Aber wo ist das? Sieht aus wie Schienen. Da ein Einfahrt und ein Pfeil und ein Kreuz. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wo das ist. Hol mal den Stadtplan, Marty. Immer ich. Was heißt denn hier Ratore? Vor dem Ratore hat sich da nicht noch was abgedrückt? Mann, das kann Liberatore heißen. Das ist der Großhändler, der alle italienischen Lokale beliefert. Ob der dahinter steckt? Der kennt natürlich alle. Weiß auch, was die umsetzen. Ja, schon. Die Stupidagine. Den kennt Vater doch. Na, hör mal. Meinst du, der kassiert selber ab? Dafür haben doch die immer ihre Handlanger und Rollkommandos. Der große Boss bleibt immer schön im Hintergrund und macht sich nicht die Hände oder die Weste schmutzig. Den kennen oft die eigenen Leute nicht. Das ist Mafiasystem. Was ist Mafiasystem? Aber hört mal, der Name kann doch auch dastehen, wenn Vater ihn öfter anruft. Hier ist der Stadtplan. Ich werd verrückt. Seht mal, das könnte das Geländer vom Güterbahnhof sein. Ist das? Ich glaube, mich treibt eine Lokomotive. Tickst du nicht richtig? Was ist denn jetzt? Wahnsinn! Auf dem Güterbahnhofsgelände hat der Liberatore seinen Laden. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich weiß es ganz genau. Ihr seid gemein. Sag mir doch mal, was los ist. Ich verstehe immer Bahnhof. Da hast du gar nicht so falsch verstanden. Los, Leute. Was ist denn? Mann, du bist vielleicht schwer von KP. Wir haben Zeit und Order der Geldübergabe rausgefunden. Klar, am Montag, 21 Uhr, beim Liberatore. Am Güterbahnhof. Meinst du wirklich? Na und? Was haben wir davon? Ich finde, er sollte nicht zahlen. Und das werden wir auch verhindern. Los, Mann, bis Montag fällt mir schon was ein. Guck mal, Schlammer lebt auch noch. Hallo, ja, tatsächlich. Na, wieder auf den Spuren der Gangster? Hallo, Schlammer. Haben Sie die Mafia schon hinter spätische Gardinen gebracht? Nee. Oder sind wir arbeitslos? So schnell geht das auch nicht. Na also. Macht mal, Jungs, es wird Zeit. Was habt ihr denn da auf euren Wagen alles aufgeladen? Bricht ja bald zusammen. Sieht aus wie eine Anlage für ein Popkonzert. Das ist Blitz-Stereoanlage. Die borgt da wegen. Aha. Und wer will den Wagen ziehen? Da braucht ihr mindestens ein paar Zugochsen davor. Nee, das schaffen wir schon. Also, dann zieht mal schön. Hey, Blitz, komm mal her. Also, Ehrenwort? Ja, ich verspreche es aus Ehren und Gewissen. Also, macht's mal gut. Ich muss noch mal ins Büro. Tschüss. Tschüss. Wollte er denn? Der ahnt wieder was. Ich muss ihm versprechen, dass ich ihn anrufe, wenn was los sein sollte. Er hat heute Bereitschaftsdienst, hat er extra gesagt. Na, falls die Sache schief geht, dann ist er wenigstens zu erreichen. Aber jetzt los. Wir müssen in die Tiefgarage rein, bevor der Nachtpförtner da ist. Und wir müssen noch alles installieren, bevor die Gangster kommen. Also, Beeilung. Sag mal, Blitz. Ja? Hätten wir Schlaumeier nicht doch einweihen sollen? Ihr habt mir versprochen, dass wir die Polizei nicht reinziehen. Das würde bloß gefährlich für uns werden. Aber Schlaumeier ist doch nicht richtig die Polizei. Trotzdem, er würde nie zulassen, was ihr vorhabt. Und wenn er es nicht mehr verhindern kann? Wieso? Wenn Paco ihn zum Beispiel genau um 21 Uhr anruft? Keine schlechte Idee. Dann kann er uns zur Not helfen, falls unser Trick diesmal nicht klappen sollte. Ja, eben. Also, soll ich? Ja, aber erst so etwa eine Minute nach 9. Wird gemacht. Und was sage ich ihm? Verstell deine Stimme und sag nur, dass er in der Tiefgarage ein paar Mafiosi trifft. Wenn er Glück hat und schnell ist. Alles klar, mache ich. So, und wir ziehen jetzt los. Haben wir alles? Alles da. Lautsprecher, Kabel, Schreckschüsse. Auch die Kassette, die wir zusammengeschnitten haben? Sure, Mom. Hier in der Tasche. Okay, dann machen wir uns jetzt auf die Socken. Und du bleibst hier, Paco. Und machst, was wir verabredet haben, ja? Muss das wirklich sein? Einer muss ja hier die Stellung halten. Immerhin ist eine Mutter da und kein Mann im Haus. Auch wieder wahr. Wir erzählen dir dann alles. Also Leute, die Aktion Tiefgarage rollt.
Mario, ihr bleibt hinter den Pfeilern versteckt, wenn ich mit ihm rede. Verstanden? Sieht er dort. Attenzione. Ich habe das Gefühl, hier stimmt was nicht. Ach, ihr habt bloß die Hosen voll. Kommt er ja schon. Signori, wo sind Sie? Sind Sie hier? Aber natürlich. Bleiben Sie stehen. Zeigen Sie, dass Sie das Geld dabei haben. Pronto. Halten Sie es hoch. So, bravo. Und jetzt legen Sie es... Hilfe! Ich schieße! Ja, da eine Falle! Weg hier! Scheiße! Was wollt ihr denn, Liberatore? Ich mach einfach! Ich kriege nicht an! Sie sind weg, Martin. Hallo, Salvatore. Hans-Peter, Matthias, Anke, seid ihr wahnsinnig geworden? Was habt ihr zu suchen? Seid ihr verletzt? Alles in Ordnung, nichts passiert. Das waren doch nur elektronische Manöver, keine echte Schießerei. Hier, wollen Sie nochmal unser Maschinengewehr hören? Oder wenn die Polizei kommt, lass nochmal das Band laufen, Blitz. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Werfen Sie die Waffen weg und heben Sie die Hände hoch. Ich habe auch noch eine Handgranate. Soll ich? Nein, nein, um Gottes Willen aufhören. Seid ihr denn von alle guten Geister verlassen? Was soll das Ganze? Es hat doch geklappt. Die sind abgehauen. Wohin eigentlich? Da durch die Tür. Ab nach oben, zu Ihrem Boss. Zu wem? Zu Liberatore. Das haben Sie doch gesagt. Was ist nun los? Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Werfen Sie die Waffen weg und kommen Sie einzeln die Garageneinfahrt hoch. Das Gebäude ist umstellt. Das ist Schlaumeier. Was wird er denn jetzt machen? Ballern wahrscheinlich. Nee, habt keine Angst. Wenn wir hier drin ruhig sind... Na, wird's bald. Los, Leute! Stürmen! Oh nein, ich krieg auf der Stelle einen Herzinfarkt. Wieso denn? Ist doch alles in Ordnung. Was macht ihr denn hier? Habt ihr was abgekriegt? Nichts passiert. Und was war das für eine Schießerei? Kann gleich weitergehen. Mach mal die Handgranate, Blitz. Achtung, Deckung! Himmelkreuz, Donnerwetter, Kruzi, Tücken, fix, maledeit. Und wozu das Ganze? Na, um die Gangster in die Flucht zu schlagen. Sonst hätten sie Salvatore doch das Geld abgenommen. Also waren die Gangster doch hier? Claro, sie sind's wahrscheinlich noch. Da steht ihr Wagen. Sie wollten ihrem Big Boss da oben einen kleinen Besuch abstatten. Wem? Na, Liberatore. Oh Mann. Los, Männer! Sofort nach oben! Ich zeig Ihnen den Weg über den Hintereingang. Das geht schneller. Ihr bleibt hier. Und wenn die wieder runterkommen? Also kommt mit nach oben. Aber Vorsicht, immer in Deckung bleiben. Und auf meine Anordnung hören. Ohne Widerspruch, verstanden? Die sind wohl alle ausgeflogen. Psst. Was war das? Das ist die Stimme von Liberatore. Ihr bleibt hier draußen. Ich sehe mal nach. Sie geben mir Deckung. Ach du grüne neue Mann, oh Mann. Was ist denn hier passiert? Wo stecken Sie? Hier bin ich, hier. Sind Sie der Liberatore? Ja, sì. Ernesto Liberatore. Was ist mit Ihnen passiert? Wo sind Ihre Kumpane geblieben? Ja, nix, Kumpane. Sie haben mich zusammengeschlagen. So, der Boss hat Ärger gehabt, wie? Oh. Zeigen Sie mal. Sieht ja böse aus. Der Kiefer scheint etwas ausgehängt. Fordern Sie über Funk den Krankenwagen an. Sie sind Polizei. Ja, ganz recht.
Und wir unterhalten uns jetzt erst noch ein bisschen, Freundchen, auch wenn Ihnen das Reden schwerfällt. Also, wo sind die anderen jetzt? Ja, keine Ahnung, Signora. Sie haben hier alles kurz und klein geschlagen und sind dann zum Fenster raus. Mhm. Ohne Ihren Boss? Na, ich nicht, Boss. Sie haben mich auch erpresst. Ach nee, da habe ich aber was ganz anderes gehört. Das sehen Sie selber hier, alles kaputt. Ja, ja. Sie bedrohen uns alle, alle italienischen Geschäftsleute. Oh. Also mir reicht's jetzt endgültig. Fragen Sie, was Sie wissen wollen. Wer ist Sie? Nun reden Sie. Ah, Sie wissen doch, was dann passiert. Aber ist egal. Bravo, endlich mal einer, der aussagen will. Ah, dann mal los. Nun packen Sie aus. Moment. Freunde, ihr könnt jetzt ruhig gehen. Zwei Beamte bleiben vor der Tür, ja? Mann, oh Mann, oh Mann. Habt ihr das gehört? War ja auch laut und deutlich. Ich meine, wenn der Liberatore gar nicht der Boss ist, um Himmels Willen. Salvatore, Ihre Frau und Paco. Die sind zu Hause im Restaurant. Nein, sind wir Idioten. Du meinst, die Kerle sind in die Pizzeria gefahren? Oh, ja. Mamma mia, sie werden alles kaputt machen. Restaurant und Lucia und Paco, alles, alles. Wir müssen sofort hin. Matti, sag Schlaumeier Bescheid. Ich sag Schlaumeier, der soll Paco anrufen und warnen. Los, mach schnell, fahrt. Ja, komm. Matti, was ist denn? Wenn die Gangster jetzt in die Pizzeria zu Paco und der Signora gefahren sind. Wo ist das Telefon? Ja, dies ist wohl kaputt, aber im Vorzimmer. Paco, bist du's? Hör gut zu, Paco. Ihr seid in Gefahr. Du nimmst jetzt sofort deine Mutter und gehst mit ihr in den Keller. Ja, verstanden? Sofort. Und schließ die Stahltür ab. Von innen natürlich. Ja, hat Matti mir gerade gesagt. Nun frag nicht so viel. Ja, ja, sind unterwegs. Ich komme auch sofort. Tore, da schauen Sie. Sie sind schon da. Porca Madonna, was tun Sie? Amici, macht's gründlich, aber fix. Los, stürm den Laden! Jawohl! Sie, attenzione, dottore. Da hat der Padrone. Den schnapp ich mir. Macht ihr da weiter. Und rein jetzt hier. Heute. Deckung, Salvatore. Er schießt. Gott sei Dank, die Polizei. Machen wir auch eine halbe Hundertschaft. Hier bleiben! Macht weg! Hände hoch! Aha. Da haben wir sie auf frischer Tat ertappt. Alle drei verhaften. Ja, ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Und ihr könnt jetzt Paco und seine Mutter aus dem Keller holen. Ja, vergesst nicht das Luftholen. Ich habe sie gerade noch rechtzeitig gewarnt. Lieber Salvatore. Sono onorato, signor commissario. Liebe Signora Lucia. Ciao, Schlaumeier. Ich muss sagen, wieder einmal ist es Captain Blitz und seinen Freunden gelungen, die Polizei ein bisschen in den Schatten zu stellen. Denn ehrlich gesagt, ich fürchte, ohne sie wäre dieser Fall diesmal nicht so glimpflich abgegangen. Das glaube ich auch. Ach, vielmehr, ich hoffe, dass ich den Fall bald abschließen kann. Aber dazu müssen wir erst noch den richtigen Drahtzieher fassen. Freunde, ihr habt gute Arbeit geleistet. Auch wenn ich euch sagen muss, das habe ich ja schon so oft gesagt,
dass ihr manchmal etwas sehr unvorsichtig gewesen seid. Naja. Also, ich werde euch zur Beförderung vorschlagen. Eins verstehe ich nicht. Der Liberatore weiß nicht. Aber er weiß auch nicht, wer der Boss ist. Das glaube ich nicht. Ich denke, dieser Kotzbrocken, den Sie Dottore genannt haben. Nee, der kann nicht der Chef sein. Der musste sich ja die Finger schmutzig machen. Stimmt, genau. Er gehört auch zu den Befehlsempfängern. Wenn er sich auch gern wie der Boss aufgespielt hat. Wie üblich bei allen Mafiasachen haben wir nur die zweite Garnitur erwischt. Aber, naja. Nee, wir wollen lieber nicht zu populär werden. Sonst müssten wir noch Autogramme geben. Oder alle großen und kleinen Gauner machen einen Bogen um uns. Und dann ist hier gar nichts mehr los. Wie schrecklich. Dann machen wir eben selber was los. Na klar, bei uns ist immer was los. Captain Blitz und seine Leute jagen die Verbrechermeute. Denn Captain Blitz ist stets am Ball. Er löst jeden harten Fall. So ist Captain Blitz. Diebstahl, Raub und Sabotage. Sogar Scheckbetrug und Spionage. Ist ein krummes Ding am Laufen, löst es Captain Blitz mit seinem Haufen. Ja, Captain Blitz und seine Leute sind der Schreck für die Verbrechermeute. Ja, Captain Blitz und seine Leute sind der Schreck für die Verbrechermeute.